Lasst uns verreisen mit den Klängen. Auf einer Reise, da gab es diese Prinzessin. Und diese Prinzessin musste dem Mann, der sie heiraten wollte, jeden Tag eine Geschichte erzählen, jede Nacht, und am Morgen sollte sie getötet werden. Da unterbrach sie die Geschichte an der spannendsten Stelle. Und sie erzählte weiter am Abend. So machte sie das 1001 Nacht. Cher Serade. Ich frage mich manchmal, warum sie diesen Mann nach 1001 Nacht immer noch heiraten wollte. Aber ich denke, das ist eine andere Geschichte. Sie gebar ihm übrigens 3 Kinder in dieser Zeit. Ein Ton schmilzt wie Schokolade und ein anderer schmeckt nach Gift. Ein Ton ist Schokolade wenn der Tag anbricht. Ein Ton schaukelt im Garten und einer riecht nach Sandelholz und ein anderer nach Zimt. Und ein Ton, der kann es kaum erwarten, welche Wendung die Geschichte diesmal nimmt. Dieser Ton reitet durch die Wüste hin zum Sonnenuntergang. Und ich spiel mit dem Gedanken. Und ich spiel mit einem Wort. Ich spiel mit Klängen hier. An einem unbekannten Ort. Thank you.
Dein Ton ist noch ganz klein, fast noch ein Kind. Und er schaut mich an und er fragt mit diesem Blick, wann wir alle hier endlich zusammen sind. Und dieser Ton kommt aus den Wolken. Dieser Ton fließt hin zum Meer. Und ich spiel mit den Gedanken. Und ich spiel mit deinem Mund. Ich spiel mit Klängen hier. Und er ist hier bei dir, bei mir, bei uns allen hier. Ist tief in uns drin. Und ein anderer schmeckt nach Gift. Ein Ton ist Schisserade. Wenn der Tag anbricht, wenn der Tag anbricht. Dankeschön.